Hoeneß, Padberg und viele mehr. Alle sind heute gekommen, um sich zum Saisonstart der Basketball-Bundesliga im Tempel der Münchner Basketballer einstelldich einzugeben. Zunächst jedoch ein Fotoshooting rund um eine Aktion, bei der sich Fans mit ihrem Namen auf den Säulen im Eingangsbereich verewigen können. Uli Hoeneß und Eva Padberg trauen der Mannschaft diese Saison einiges zu. Ja, ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, dieses Jahr ganz gut um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich hoffe, dass die Mannschaft diesem Druck auch standhält. Von der individuellen Klasse her müssten wir eigentlich in der Lage sein, von Anfang an oben mitzuspielen. Ich bin sehr gespannt, jetzt wo die neue Saison losgeht, was sich da im Team verändert hat, was für Spieler dabei sind, wie die performen. Die Aktion stößt auf allgemeine Begeisterung. Nicht nur bei den Promis, sondern auch bei den Fans. Doch zur Mannschaft. Die beliebten Basketballer des FCB machen sich schon mal warm, um ihrem Publikum heute ein sportliches Highlight bieten zu können. Ich glaube, für den FC Bayern Basketball ist ein Sieg Pflicht. Zum einen ist es ein Heimspiel, zum anderen ist es das erste Saisonspiel. Ich glaube, der Kader ist noch mal deutlich verstärkt worden zur letzten Saison. Also das Ziel wird sicherlich sein, dieses Jahr um die Meisterschaft mitzuspielen. Insofern müssen heute die Punkte her gegen Oldenburg. Spieler und Publikum hatten hohe Erwartungen an den Saisonauftakt ihrer Mannschaft. Trotzdem schlug sich der EWE Baskets Oldenburg ganz wacker. Auch wenn die Münchner Basketballer durch nationale Fußballprominenz angefeuert wurden, konnten sie ihre Chancen nicht immer verwandeln. Auch Bastian Schweinsteiger zeigt sich von seiner Fanseite und fiebert fleißig mit. Der Spielstand beim Abpfiff: Bayern verliert mit 61:80 gegen die Oldenburger. Nach Ende des Spiels äußerte sich Eva Padberg zu ihren aktuellen Projekten. Ich moderiere jetzt gerade auf Glitz TV ein neues Modemagazin, das heißt InStyle, das TV-Magazin. Und da sind wir jetzt gerade bei der vierten Folge und da gibt es dann alles, was so die Frau oder vielleicht auch der interessierte Mann wissen möchte über Mode und Lifestyle und so weiter.